Ihr fantastischen Menschen da draußen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, trotz dieser etwas seltsamen Zeit. Wir haben Lockdown und so weiter, aber ich hoffe, ihr könnt wenigstens so ein bisschen diese Weihnachtsfeiertage einigermaßen entspannt und gut über die Bühne bringen. Ich habe zur Feier eine kleine Verlosung. Und zwar mit Zusammenarbeit von Alexander von der guten Webseite dmgpage.de. Wie immer, über alles, was ich spreche, ich verlinke euch das da unten. Wer ihn noch nicht kennt, die Seite dmgpage.de ist eine wunderbare Gameboy-Seite, die sich um viele, viele Themen des Gameboys dreht. Zum einen werden zum Beispiel Homebrews besprochen, Neuerscheinungen für den Gameboy. Also ist natürlich eine quasi inoffizielle Neuerscheinung, aber es gibt ja immer mal wieder auch physische Releases neu für den Gameboy. Das wird da alles besprochen. Also auch habe ich ja in der Vergangenheit meine Homebrew-Formate gemacht, wo ich so ein bisschen die Homebrew-Spiele etwas vorgestellt habe. Die Informationen habe ich mir hauptsächlich alle von dieser Seite geholt, also ist wirklich nur sehr zu empfehlen. Dreht sich natürlich auch so um andere Sachen, wie die Gameboy-Kamera zum Beispiel und so weiter. Also jedem, der sich so ein bisschen für das Thema Gameboy interessiert, würde ich diese Seite auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Auf jeden Fall mit der Zusammenarbeit von Alexander verlose ich euch drei Pakete. Und zwar, der Alexander macht seit diesem Jahr nämlich ein wunderschönes kleines Magazin, das nennt sich Gameboy Pocket. Das ist so ein kleines Magazin, ne? Das ist die Größe hier. Ich habe die seit Anfang des Jahres natürlich sofort bestellt, kostet nicht viel, erscheint so alle paar Monate und hat natürlich ein bestimmtes Thema, ne? Bisher hat er so ein bisschen, sag mal, allgemein Gameboy, denn im Sommer ging es natürlich etwas um Fußball. Die Fußball-EM, die wurde ja gekippt und natürlich letztens Oktober gab es eine Halloween-Ausgabe, wo so ein bisschen gruselige Gameboy-Spiele und hin und wieder besprochen wurden. Beim ersten Magazin, da war ich sehr überrascht, hat er sogar mich als Kanal empfohlen. Das war natürlich wunderbar. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dich. Und was labert jetzt der Onkel Panda da? Wir wollen jetzt mal wissen, was es zu gewinnen gibt. Und zwar hat der gute Alexander mir drei Pakete zur Verfügung gestellt, wo alle bisher erschienenen Gameboy Pocket Ausgaben drin sind und ein paar Goodies, was nur so ein paar Postkarten sind, meistens auch dabei, ein paar Aufkleber und so weiter. Und die möchte ich euch verlosen. Und zwar, was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach in die Kommentare was reinschreiben. Da bitte nicht wundern, normalerweise versuche ich ja wirklich jeden Kommentar irgendwie zu beantworten, werde ich dieses Mal nicht machen, um einfach nicht das Auslosungsergebnis zu verfälschen. Also schreibt einfach in die Kommentare rein, yo, ich will an der Verlosung teilnehmen, möchte ich gewinnen. Die läuft bis zum, noch dieses Jahr, bis zum 1. Januar. Irgendwann im Laufe des Tages, 1. Januar, 2. Januar, werde ich denn die Auslosung bekannt geben, wer gewonnen hat. Das werde ich dann als Kommentar hier anpinnen, dass ihr es euch kurz anschauen könnt. Und weitere Informationen poste ich dann da rein. Wie genau ich es mache, weiß ich noch nicht. Jedenfalls drei dieser Pakete gibt es. Und eine gute Nachricht, dieses Gameboy Pocket Format, das macht der nächstes Jahr weiter. Das heißt, haltet die Augen auf. Ich habe da ja auch schon mal hier einen Community-Tab, einen Post gemacht. Ich kann euch dieses Magazin echt nur empfehlen. Ist ein wunderbares, schönes Gameboy-Fan-Projekt. Aber bevor ich jetzt hier den Alexander noch weiter zuschleime, wünsche ich euch an dieser Stelle wirklich alles Gute, schöne Weihnachten. Wie gesagt, verbringt die Tage gut, ob trotz dieser Ausnahmesituation und verbringt auch ein schönes Silvester und wünsche ich euch einen guten Rutsch in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr mit der ganzen Corona-Geschichte etwas besser aussieht. Aber bevor ich hier ins Labern komme, macht's gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit.